Unbeliebt? Das kannst du ändern. Jeder Mensch möchte geliebt oder zumindest gemocht und respektiert werden. Viele verausgaben sich lebenslänglich, nur um endlich ein Wort des Lobes und der Anerkennung zu erhalten. Tragischerweise ist hier zu viel Ambition genau der verkehrte Weg. Je mehr wir uns bemühen, um beliebt zu sein, desto eher erreichen wir das genaue Gegenteil davon. Niemand mag Speichelecker und People-Pleaser, aber es gibt ein paar sehr dezente und effektive Methoden, um dir tatsächlich ein besseres Ansehen zu verschaffen. Welche das sind, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Leidenschaft macht unwiderstehlich. Jeder Mensch hat mindestens ein Hobby oder einen Beruf, ein Interessengebiet oder ein anderes Steckenpferd, für welches sein Herz schlägt und seine Seele brennt. Hab keine Scheu davor, mit deiner Begeisterung die Massen anzustecken. Nichts wirkt unwiderstehlicher auf andere, als für eine Sache Feuer und Flamme zu sein. Das ist es, was uns vertrauenswürdig, authentisch und einzigartig macht. Echte Leidenschaft kann man nicht vortäuschen. Nummer 2. Keine Angst vor Schwächen oder Fehlern. Einige wissenschaftliche Studien konnten inzwischen belegen, dass Schwächen uns in den Augen unserer Mitmenschen tatsächlich sympathischer machen. Vermutlich nimmt ihnen unsere Imperfektion die Angst vor dem Vergleich und lässt uns weniger bedrohlich erscheinen. Wenn du punkten möchtest bei deinem Publikum, erzähle ruhig einen Schwank aus deinem Leben, bei dem du nicht gut wegkommst. Die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können, sammelt Bonuspunkte. Nummer 3. Suche und finde Gemeinsamkeiten. Was dich im Gespräch mit anderen sofort liebenswürdiger erscheinen lässt, sind Gemeinsamkeiten. Es ist dabei vollkommen unwichtig, ob beide Protagonisten hochdekorierte Astrophysiker sind oder dieselbe Primel zu Hause auf der Fensterbank beherbergen. Selbst kleinste Übereinstimmungen sorgen dafür, unser Gegenüber spontan vertrauenswürdiger und netter zu finden. Die besten Eisbrecher in jedem Gespräch sind übrigens nach wie vor Kinder, Enkelkinder und Haustiere. Nummer 4. Sei interessant, wenn du interessant sein möchtest. Jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen und die eine oder andere Last zu schultern. Es ist uns daher ein Herzensbedürfnis, anderen unser Herz auszuschütten. Die meisten unserer Zeitgenossen haben kaum jemanden, dem sie sich anvertrauen können, und so nutzen sie nur zu gerne jede sich bietende Gelegenheit dafür. Bleib interessiert im Gespräch, frage nach und sei ganz im Augenblick präsent. Nummer 5. Arbeite an deiner Einstellung. Das, was sich in deinem Kopf und in deiner Gefühlswelt abspielt, trägst du nach außen. Kein unfreundlicher, missmutiger Zeitgenosse wird mit offenen Armen empfangen werden. Wir Menschen verfügen über gute Instinkte, was das Stimmungsbild unserer Mitmenschen betrifft. Wenn du gemocht und akzeptiert werden möchtest, musst du damit bei dir selbst anfangen. Nummer 6. Sprich ausschließlich gut über andere. Eine goldene Regel des Smalltalk besagt, wenn du nichts Freundliches oder Nettes zu sagen hast, bleib lieber stumm. Dies gilt besonders dann, wenn sich das Gespräch um andere Menschen dreht. Niemand mag Lästermäuler und Klatschsucht ist ein unfeiner Charakterzug der übelsten Art. Hüte dich also davor, schlecht über andere zu sprechen. Nummer 7. Humor gewinnt. Man hat ihn oder man hat ihn nicht. Wurdest du mit der Gabe des Witzes und der Eloquenz gesegnet, dann nutze dieses Talent unbedingt. Kaum ein anderes Werkzeug macht uns schneller beliebt als ein guter Sinn für Humor. Bleib dabei aber stets respektvoll und wertschätzend. Witze, die auf Kosten anderer gemacht werden müssen, sind nicht komisch. Nummer 8. Sei in jeder Minute präsent. Es gibt fast nichts Schlimmeres im Gespräch mit einer Person, als dieser ihr Unbehagen deutlich anzumerken. Vermittle niemals das Gefühl, dass du lieber ganz woanders wärst, während jemand gerade mit dir spricht.
Lass deinen Blick nicht schweifen, maure nicht mit Händen und Füßen und hör geduldig und aufmerksam zu. Jeder Mensch zählt, am meisten der, der gerade versucht, mit dir zu sprechen. Nummer 9. Jeder liebt Entertainer und Geschichtenerzähler. Die beliebtesten Partygäste waren schon immer diejenigen, die die besten Geschichten auf Lager hatten. Besitzt du das Talent zum Storyteller oder Entertainer, dann halte damit nicht hinterm Berg. Was uns Menschen zusammenschweißt, ist derselbe Sinn für Humor und das Gefühl, in einer Gemeinschaft gut aufgehoben zu sein. Geschichten, gut erzählt, bewirken beides. Wenn du selbst dabei nicht immer gut wegkommst, umso besser. Wie bereits erwähnt, machen Fehler, Missgeschicke und Pannen uns umso beliebter. Nummer 10. Bleib aktiv und ganzheitlich in Bewegung. Etwas zu erzählen hat natürlich nur, wer ein einigermaßen bewegtes Leben führt. Solange wir als Couchpotatos darauf warten, am Sofa festzuwachsen, werden wir niemals in die Situation kommen, eine aufregende Geschichte beisteuern zu können. Bleib vor allem geistig rege und bilde dich weiter. Du musst mit der Zeit gehen, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Nummer 11. Stelle interessierte Fragen, ohne indiskret zu sein. Das Wichtigste im Dialog mit anderen ist das aktive Zuhören. Du kannst es lernen, am besten indem du fleißig übst. Dabei begnügen wir uns nicht damit, einfach nur zu nicken und wie ein stummer Diener einen Monolog über uns ergehen zu lassen. Wir müssen nachfragen, am besten gezielt und so aufrichtig interessiert wie möglich. Achte auf gesellschaftliche Tabus. Das Liebesleben, das liebe Geld sowie religiöse und politische Überzeugungen sind keine geeigneten Themen für Smalltalk. Unser heutiges Fazit: Wenn man dich mögen soll, musst du damit anfangen. Stumm wie ein Fisch in deiner Ecke zu sitzen und das Beste zu hoffen, hat noch nie zu einem nennenswerten Ziel geführt. Menschen sind soziale Wesen, die das Miteinander dringend brauchen. Der Schlüssel dazu ist die Kommunikation. Sie verläuft aber nicht nur mit Worten, sondern sehr viel davon passiert nonverbal. Unsere Mitmenschen spüren es, ob wir ihnen mit Respekt oder mit Geringschätzung begegnen. Sie können es deutlich fühlen, ob wir im Gespräch mit ihnen präsent und aufmerksam sind oder lieber ganz woanders wären. Wer die Menschen nicht mag, kann nicht erwarten, von ihnen gemocht zu werden. Hier gilt: Ich gebe, du gibst. Die 11 hier vorgestellten Verhaltensweisen sind vielleicht keine neuen Erkenntnisse. Beherzige sie trotzdem. Sie können dich im Nu aus dem Schmollwinkel heraus und in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Vortäuschen kannst du sie allerdings nicht. Du musst authentisch und ein unverwechselbares Original bleiben. Kopien und Fälschungen gibt es schon genug. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!